Ich glaube, wir haben heute als gesamtes Team eine gute Leistung gebracht. Ja, es ist gut gelaufen heute für mich, aber im Vordergrund steht auf jeden Fall die Mannschaft. Ich glaube, das, was wir geleistet, hätte so keiner erwartet, auch vom Ergebnis her. Und das war der erste Schritt, unglaublich wichtig nach den letzten Spielen. Und so haben wir auf jeden Fall ein Endspiel nächste Woche in Steinbach, das, was wir wollten. Ja, das ist überragend. Ich meine, wir haben die letzten 3 Wochen eigentlich immer gut gespielt, aber wir haben uns schwer getan die letzten 10 Minuten. Dann haben wir 2 blöde Tore kassiert, 4 Punkte verschenkt. Und heute gegen den Meister ist es immer einfacher, weil keiner erwartet was von dir. Und deswegen war es ein ganz klasse Spiel. Also wir hatten nichts zu verlieren sozusagen. Unglaublich. Für mich, ich bin begeistert. Ich bin einfach gechillt, dass man hier beim Tabellenführer 2:5 gewinnt. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mich unfassbar aufgeheitert und ermutigt, dass wir jetzt mit viel Arbeit und mit viel Geduld und mit viel Ruhe und mit der nötigen Konzentration dann im letzten Spiel nach Steinbach fahren kann. Und wenn man da das nochmal rausholt, ist alles möglich. Ich muss sagen, ich bin locker eingegangen als die letzten Spiele. Ich habe nicht so den Druck verspürt sozusagen. Ich könnte ganz einfach spielen, also befreites spielen. Und das hat man auch bei der ganzen Mannschaft gemerkt, dass es für jeden irgendwie einfacher wurde. Wir haben die letzten Spiele, wie gesagt, Punkte verschenkt und das hat immer wehgetan. Und heute haben wir uns gesagt, wir gehen einfach raus und zeigen einfach, was wir können. Weil, dass wir kicken können, hat man immer gesehen. So sind wir es angegangen, mit Spaß haben wir gesagt, Freude haben, wir wollen kicken, wollen zocken. Und ja, das ist dann heute aufgegangen. Erste Halbzeit haben wir auch ein bisschen Glück, gehen zu Null in die Halbzeit und dann natürlich die 2 roten Karten spielen uns in die Karten. Aber was ich wirklich mal ganz deutlich sagen muss, die Art und Weise, wie Hisham Tahiru die Mannschaft hier vorbereitet hat auf das Spiel und auch in jedem Einzelnen diesen Weg mitgegeben hat, das ist fantastisch. Also Glückwunsch an die Mannschaft und ein extra Lob geht an unseren Keeper, der jetzt wirklich ein Spiel gehalten hat und auch die Mannschaft absolut im Spiel gehalten hat. Und nächste Woche gehen wir einfach nach Steinbach und holen uns die 3 Punkte und warten dann, was passiert oben in der Regionalliga.